Wiesberghaus im Nebel. Und vom Wiesberghaus machen wir einen kurzen Ausflug in den Nebel zum Ochsenkogel, den man jetzt da gar nicht sieht. So, aber da ist er jetzt ein bisschen. Da gehen wir durch und dann da in die Wolken rauf. So, da rauf, ne? Nur für Geübte. Ja, werden wir mal sehen. Deswegen heißt es also nur für Geübte. Durch den Berg, durch den Karst. Schon sind wir da. So. Und jetzt weiß man aber ganz genau, warum da nur für Geübte steht. Das haut schon was, ja. Aber man kann es noch ohne Ausrüstung machen. Ja, schon wieder so ein Rätsel da am Dachstein. Der Berg da, ja. Was sagst du, was meinst du da dazu? Das ist ein Fischrücken, sieht aus wie ein Fischrücken mit seinen Gräten links und rechts. Ja. So ähnlich wie, ne? Könnte der, das ist wieder so in der Größe. Größe wie die Finger. Genau. Und wenn man dann ein bisschen weit Kamera schwenkt, ein bisschen weiter, ja. Das fängt hier schon an. Das ist nicht geritzte Form, sondern erhaben. Ja, Wahnsinn, ja. Und wahrscheinlich, sicher sind wir beide nicht, aber wahrscheinlich ist es, sind es die Spuren eines Dachstein-Yetis, der hier vor 5000 Jahren gelebt hat. Das schaut genauso aus, ja. Ja, Wahnsinn. Und hier ist der Dachsteinwurm. Da bin ich mal da. Das ist der Rotfeuerwurm, der vor mehreren Millionen Jahren hier am Dachstein sein Unwesen trieb. Ja, da geht es noch rauf und es regnet ein bisschen. Und ich habe mir gedacht, wenn es ganz schlimm wird mit dem Regen, dann suche ich mir so eine Felshöhle. Nur diese, die ist schon besetzt. Und der wohnt da. Ein schwarzer Salamander. Und wir wollen ihn nicht stören, oder? Unseren Höhlendrachen. Und das scheint jetzt, da dürfen wir jetzt bald oben sein. Am niederen Ochsenkogel. Das ist jetzt der Gipfel vom niederen Ochsenkogel. Und da stehen wir so ziemlich an der Bergkuppen. Und da sieht man jetzt in die Wolken runter. Normalerweise gibt es sicher da einen wunderschönen Fernblick auf Hallstätter See und so oder so ähnlich. Aber natürlich an einem Tag wie heute ist alles weiß. Und da sehen wir zum Gipfelkreuz. Der Wolfgang ist schon da. Niederer Ochsenkogel, 2218 Meter. Und eine kleine Stärkung haben wir sie jetzt verdient. Na sicher. Und dann geht es gleich wieder abwärts. Dass wir noch in der Helligkeit heimkommen. Ist gescheiter, ne? Na sicher. Ja.